Es ist ein ganz besonderer Tag im Zentrum für tibetischen Buddhismus in München. Neujahr. In Tibet wird die Zeit nach dem Mondkalender berechnet. Das neue Jahr beginnt im Februar mit vielen Ritualen und mit einem großen Festessen. Der Tempel ist der Hauptgebets- und Meditationsort. Die Kleidung sollte respektvoll sein. Die Schuhe bleiben vor der Tür. Nachdem der Tempel ein reiner Ort ist, ziehen wir eben die Schuhe aus, eben auch aus dem Respekt. Gebetet wird nach alten Ritualtexten, auf Tibetisch und Deutsch. Auf der Suche nach einer spirituellen Heimat kam auch Dorit Piotrowski in den Tempel. Sie war neugierig auf das, was hier praktiziert wird. Vieles war neu. Weil das sind ja diese Blätter, die so umgelegt werden. Ständig habe ich den Text verloren, musste beim Nachbarn fragen, wo sind wir denn jetzt? Inzwischen kennt sie sich gut aus. Garchen Rinpoche ist der Gründer des Münchner Drikung Garchen Instituts. Lama Tsering war sein Schüler seit seinem 8. Lebensjahr. Den Schüler eines weltweit verehrten Meisters als Residenzlama in München zu haben, ist etwas Besonderes. Buddhas Worte, seine Belehrungen werden noch immer über die höchsten Meister an ihre Schüler weitergegeben. Deswegen wird der Thron, der Platz des Meisters, auch in seiner Abwesenheit verehrt. Nur wer selbst durch Studium, Meditation und eigene Erfahrungen ausgebildet ist, kann den Schülern viel mitgeben. Dann ist er ein Lama, ein Lehrer und Seelsorger, der den Menschen durch sein Mitgefühl hilft. Mitgefühl, sehr, sehr Mitgefühl. Dann diese kennhelfende Schülerleute. Der Buddhismus kennt keinen äußeren Schöpfergott. Die Verbindung zum Göttlichen findet im Inneren statt. Buddhisten glauben an Karma und Wiedergeburt. Durch Gebete und Rituale verbinden sie sich mit der Weisheit und der Energie der erleuchteten Meister. Opfergaben, Darbringungen sind symbolisch. Um unseren Respekt und unsere Hingabe zu zeigen, bringen wir eben diese Opfergaben, die Darbringungen da. Und dann ist es zunächst die Tradition, das Trinkwasser zu opfern, dann das Wasser zum Waschen, dann eben Blumen für die Augen, Räucherwerk, Licht, Parfüm, Nahrung und Musik. Weisheiten von Buddha sind auch in Mantras und Gebeten im Inneren der Gebetsmühlen enthalten. Es gibt sie in allen Größen, auch von Wasser- oder Windkraft angetrieben. Und die Idee ist, dass die ganzen Mantras, die Gebete, die drinnen aufbewahrt sind, dass sie einfach ausgesandt werden. Ja, dass sie auch den Segen bringen. Der Buddhismus lehrt, dass Geist und Denken eine Art Eigendynamik entfalten. Ob das Glas halb voll oder halb leer ist, ist eine Frage der Bewertung. Das zu erkennen und sich immer wieder bewusst neu auszurichten, ist Teil der religiösen Praxis. Die Ursache, was macht der Geist, was stellt der da an? Das ist ja, wenn man das erstmal beobachten kann, das ist ein wunderbares Schauspiel, ja, braucht man keinen Fernseher mehr. Es klingt ganz leicht und ist doch ein jahrelanger Prozess der Selbsterkenntnis. Wer in den Tempel kommt, kann ihn als einen Ort der Zuflucht, der Stärkung und des offenen Herzens erleben. Da ist es erstmal Nebensache, ob man alle Bräuche und Abläufe gleich versteht. Ich glaube, das offene Herz ist immer das, was vielleicht auch wichtiger als die Kleidung ist. Im Tempel und im Zentrum für tibetischen Buddhismus vorbeizukommen, das steht allen Menschen offen. Ob als regelmäßig Praktizierender oder auch als Gast und Neugieriger. Sie dürfen